Hallo liebe Nähbegeisterte, heute zeige ich euch, wie ich diesen Schnitt gemacht habe für das Kleid. So. Ich habe einen Hemdblusenschnitt benutzt und den dann zu so einem Kleid mit einem Boxy-Ärmel, also Boxy-Form, umgewandelt. Ich mache mal den Gürtel ab. Das ist übrigens ein Viskosestoff. Der ist sehr weich und fließend, aber nicht stretchig. Ne? Ganz bequem. Ne? Zwar habe ich für den Ausschnitt einfach einen Schrägstreifen aufgenäht. Ich wollte nicht, dass es hier oben so dick ist. Der Schrägstreifen war 3 cm dick. Den habe ich auf einer Seite mit der Overlock versäubert. Habe ihn dabei aber so ein bisschen ausgedehnt, damit ich hier beim Nähen vorne die Kurve auch kriege. Also einfach angenäht, umgeklappt und dann, kann man das sehen, von außen abgesteppt. Bei den Ärmeln habe ich das anders gemacht. Da habe ich jetzt ganz knappkantig zweimal den Stoff umgeschlagen und einfach festgesteppt und danach halt die Seidennaht gesteppt. So, was im Schnitt jetzt nicht zu sehen ist, dass ich für die Taille ein Gummiband eingeplant habe. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber machen. Ist recht bequem. Da habe ich einfach das um meine Taille gelegt und dann so nur so lang gemacht wie meine Taille und 5 cm davon habe ich dann nachher überlappt, damit es ein bisschen enger ist. Habe das Kleid angezogen, habe einen Gürtel drum gemacht und geguckt, auf welcher Höhe das am besten aussieht. Das ist ungefähr 5 cm unterhalb der Taille. Und habe das dann gedehnt mit so einem Dreifach-Zickzack-Stich aufgesteppt. Also Dreifach-Zickzack-Stich, damit meine ich, das ist nicht einfach nur so der Zickzack-Stich, sondern der macht so 1, 2, 3 Stiche und 3 wieder runter und 3 wieder rauf mit der kompletten Stichbreite, die Maschine hergibt. So. Ja. Dann geht es jetzt mit der Schnittaufstellung los oder mit der Schnittveränderung. Als erstes habe ich meinen Schnitt für eine Hemdbluse kopiert. Und ich habe gleich hier unten die Seiten verlängert. Ist jetzt erstmal mit Bleistift vorgezeichnet. So. Dann ist das jetzt ein Blusenschnitt, der keine Passe hat hier oben. Also es gibt ja viele Schnitte, die haben hier so eine Passe, was aber auch kein Problem ist. Dann müsst ihr einfach nur die Passe nehmen und hier oben einfach mit ranzeichnen. Hier gibt es immer Zeichen für den Ort, wo die Schulternaht sitzt, sodass ihr das da dranzeichnen könnt, genauso wie ans Vorderteil, damit es vollständig ist. Gut. Das ist eine Sache. Dann grundsätzlich zu diesem Schnitt. Das ist ein Schnitt, in dem schon bequeme Weite mit eingerechnet ist. Und zwar sind das hier die gemessenen Maße am Körper. 98 cm Brustumfang zum Beispiel. Und im Schnitt sind 108 cm drin, also 10 cm dazu. Genauso in der Taille und auch in der Hüfte. Und für meinen Schnitt jetzt, für meine Zwecke, reichen diese plus 10 cm vollkommen aus. Also wenn ihr einen Schnitt benutzt, sucht einen, der bequem sitzt, aus. Gut, dann geht's los und zwar mit dem Vorderteil. Dann
als erstes der Halsausschnitt vergrößert. Denn bei so einem hemdlosen Kragen musste er ganz anliegen. Aber für dieses Kleid würde ich es nicht schön finden. So, ich habe jetzt hier 4 cm reingemessen. 4 cm. Und hier nach unten an der vorderen Mitte 6 cm. Dann kann man die beiden Punkte verbinden. Und ich habe mir mal so eine Ausschnittschablone gemacht von einem Ausschnitt, der mir gut gefallen hat. Vorder- und Rückenteil. Und ich benutze das jetzt erst einfach mal zum Verbinden. Das empfehle ich euch übrigens sowieso. Es macht sich nämlich sehr gut. Da muss man nicht immer so viel rumprobieren, wie das jetzt nun am besten ist. So. Als nächstes messe ich auf den Schulterpunkt 0,5 cm nach oben. Mache ich mir erstmal so ein Pünktchen hin. Ein Pünktchen. So. Und jetzt streiche ich außerdem noch den Taillenabnäher. Der fällt weg, denn es soll ja locker und bequem sein. Und der Brustabnäher, den werde ich jetzt ins Armloch verlegen. Dazu suche ich mir hier auf der relativ senkrechten Strecke einen Punkt. Hier zeichne ich hier so eine Linie ein und schneide dann das Ganze auf der Linie zum Brustpunkt bzw. zur Abnäherspitze ein. Habt ihr jetzt einen verkürzten Abnäher in eurem Schnittteil, was üblicherweise bei gekauften so ist? Also da enden die Brustabnäher und Taillenabnäher ungefähr hier. Dann schneidet ihr einfach das zu dieser Abnäherspitze auf. Einmal hier. Das hier mit der kurzen Strecke mache ich nur, weil es bequemer ist, als es so super steil einzuschneiden. So. Dann kann der Abnäher nämlich zugelegt werden. Ich lege jetzt mal kein Papier dahinter, also jetzt erstmal nicht. Und die Spitze muss da rausgucken. Von der aus zeichne ich noch. Klebe ich mal fest. So. Papier werde ich später hinterlegen, das geht jetzt erstmal so. Jetzt kümmere ich mich um die Schulter. Und zwar möchte ich meine Schulter um 12 cm verlängern. Das ist Geschmackssache. Da kann man so 10 bis 15 cm benutzen. Also
hier lege ich mein Lineal hier an, am neuen Halsausschnittpunkt, ziehe über diesen 0,5 cm erhobenen Schulterpunkt die 12 cm raus. Das ist bis dort. Dann messe ich 5 cm nochmal zurück. Gehe hier nochmal 0,5 cm runter. Und zeichne eine neue Linie ein von diesem 5 cm Punkt zu dieser Linie. Das mache ich, damit der Ärmel nachher nicht so dolle absteht. Dann kommt da noch eine kleine Senkrechte drauf. Das ist dann der Ärmelsaum. Jetzt unterm Arm. Das ist dieser Punkt hier. Ich gehe jetzt hier am Armloch 1 cm runter. Ich mache jetzt nur 1 cm, weil mein Armloch bei dieser Bluse schon relativ weit ausgeschnitten ist. Natürlich kann man auch weiter runter gehen, aber je weiter der Schnitt ist, desto größer ist auch das Armloch. Deswegen reicht das bei mir. Also 1 cm und dann nochmal zusätzlich 3, ein Pünktchen machen. Dann kommt eine Senkrechte auf diesen Punkt in 3 cm Länge. Und dann setze ich auf diese nochmal ein Stückchen drauf. Dann ist der Ärmel praktisch schon fast fertig. Jetzt muss ich nur noch die beiden Punkte verbinden. Also gut ist es wirklich, wenn man so ein Kurvenlineal zur Hand hat. Das macht sich immer ganz gut. So. Das ist jetzt der Ärmelsaum. Dann brauche ich zur Seitennaht noch eine Verbindung und ich nehme einfach hier meine Klebebandrolle. Ich habe ja hier meinen Punkt 3 cm entfernt und die Spitze ebenfalls symmetrisch. Dann brauche ich nur noch die Kurve einzuzeichnen. Danach kommt noch die Seitennaht dran und zwar von diesem Punkt, wo die Kurve beginnt, an einfach hier auf die Hüftlinie rauf begradigen. So. Dann ist das Schnittteil schon fast fertig. Fast, weil ihr noch ausmessen müsst, welche Kleiderlänge ihr haben wollt. Und in jedem Schnitt ist auch immer die Taille markiert an der Seitennaht. Und ich habe jetzt bei mir mal gemessen, der Schnitt soll ab Taille 63 cm lang sein. Das heißt, ich messe dann von der Taille hier nach unten bis zum Saum 63 cm runter. Mein Papier reicht jetzt nicht aus. Ich klebe da nachher dann noch ein Stück ran. Ich mache schon mal die Linien ran. So, und ich glaube hier ungefähr so 17 cm muss ich noch rankleben. Warum meine Kamera immer so hin und her schaltet und das Bild dreht, weiß ich leider nicht. Das tut mir leid. Ich hoffe, das irritiert euch nicht allzu sehr. Mich nervt es ein bisschen. Gut, weiter im Text. Ich habe das Vorderteil jetzt ausgeschnitten und ich habe die Lücken mit Papier hinterlegt. Und
Jetzt kommt dann erstmal das Rückenteil ran, was im Prinzip genauso gemacht wird. Das heißt, dass ich mich zuerst um den Halsausschnitt kümmere. Da habe ich beim Vorderteil 4 cm reingemessen, das tue ich hier auch. Hier gehe ich 0,5 cm runter. Und dann nehme ich mir wieder meine schöne Schablone, mein Template und zeichne mir hier die neue Ausschnittlinie ein. Okay, jetzt messe ich auf den Schulterpunkt hier wiederum 0,5 cm hoch. Und jetzt muss der Schulterblattabnäher entfernt werden. Wenn in eurem Schnitt keiner ist, dann guckt ihr jetzt einfach nur kurz zu oder spult vor und macht dann weiter, wenn er weg ist. So, dann schneide ich jetzt hier wieder auf die Senkrechte zum Schulterblattabnäher hin ein. Dann kann ich den hier zulegen. Sieht dann wiederum so aus. Jetzt muss ich noch eine Sache machen, und zwar ausmessen, wie weit der hier aufklafft. Der klafft jetzt hier 2 cm auf und die 2 cm ziehe ich jetzt von dem neu eingezeichneten Schulterpunkt ab. Von diesem hier, wo ich 0,5 cm raufgemessen habe. 2 cm, das ist bei mir dann hier die Stelle. Das heißt, mein Schulterverlauf geht hier lang. Genau, das ist jetzt halt nur wegen diesem Schulterblattabnäher, damit er auch eliminiert ist. Jetzt kommen auch hier wieder 12 cm dazu. Muss mal kurz messen, wie lang meine Schulter ist. 11, ja, das passt. Und zwar vom neuen Halsausschnittpunkt über den Schulterpunkt, wenn ohne Schulterblattabnäher, über die erhobene 0,5, die habe ich ja hier auch mit drin, dann 12 cm abmessen, einen Punkt bei 5 machen, 12, ein Pünktchen bei 5 machen, hier wieder 0,5 runtergehen und von dieser 5 cm Marke neu einzeichnen. Eine kurze Senkrechte draufzeichnen. Ja. Das wäre jetzt die Schulter. Dann, also ihr seht, das ist praktisch genau das gleiche hier, ne, vorne wie auch hinten. So, ja, genau, das gleiche geschieht jetzt mit der Seitennaht wie auch am Vorderteil. Das heißt, ich messe vom
vom Achselpunkt 1 cm nach unten, mache mir eine Markierung und nochmal 3 runter für die Biegung. Messe, zeichne eine Senkrechte nach außen mit 3 cm Länge. Also 1 runter, 3 cm raus. Dann kommt auch hier wieder eine kurze Linie drauf. Manchmal braucht man sie, manchmal nicht. Ich sehe schon in dem Fall nicht. Gut, dann ist das rutscht, das soll nicht rutschen. Dann nehme ich hier wieder meine Rolle und verbinde die beiden Markierungen zu einem Bogen. Und jetzt kann man schon schön sehen, das ist hier so die Höhe meines Armausschnitts oder Ärmelsaum in dem Falle. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann kann man sehen, dass mein Rückenteil etwas breiter ist. Und aber das ist im normalen Bereich, das ist okay. Und wenn ich jetzt diesen Schulterblatt abnähe, hier oben nicht abgezogen hätte, dann wäre dieses Armloch hier irgendwie exorbitant groß geworden und wäre gar nicht mehr kompatibel mit dem vom Vorderteil. Deswegen ist das ganz wichtig, bei einem eliminierten Schulterblattabnäher das Stück hier oben wieder abzuziehen. So, das passt jetzt gut. Dann machen wir hier noch eine Kurve. Mal gucken hier rum. Natürlich kann man die auch immer mit der Hand ziehen. Aber da brauche ich immer irgendwie eine halbe Ewigkeit. Ich bin da nicht so geschickt. So, gucken. So, so circa so. Hier kommt dann natürlich wieder Papier dahinter und der Rückenabnäher in der Taille, der entfällt natürlich, wenn vorhanden. Und jetzt wird die Seitennaht noch gerade gestellt, wieder von dem neuen Achselpunkt bis rauf auf die Hüfte hier. Und auch bei diesem Schnittteil messe ich ab der Taille plus 63 cm nach unten dazu. Das heißt, ich verlängere hier meine hintere Mitte. Und damit das hier auch wirklich senkrecht wird, kann man entweder hier einen rechten Winkel benutzen oder man misst die Saumbreite aus und trägt die hier unten ab und zieht dann halt nochmal diese Linie. Wer mag, kann das natürlich auch unten ein bisschen ausstellen, aber ich würde es, also 63 cm heißt, mein Saum ist hier ungefähr, hier. Ich würde dann nur so 5 cm noch dazu tun. Das ist Geschmackssache. Gut. So, jetzt ist nochmal sehr schön zu sehen, dass das im Vorderteil wie auch im Rückenteil sehr ähnlich läuft. Ja, die hintere Mitte, also da mache ich keine Naht, die lege ich in den Bruch, genauso wie bei der vorderen Mitte. Jetzt kann der Stoff zugeschnitten werden und das Kleid genäht werden. Bitte beim Zuschnitt hier an den Ärmelsäumen auf jeden Fall 2 cm mit ran schneiden. Und es gibt ein Video, das heißt Boxy Shirt. Das tue ich mal, ich denke mal, hier oben in die mit zum Info verlinken.
Da könnt ihr sehen, wie ich mal so ein Boxy-Shirt zugeschnitten und genäht habe. Und das Kleid ist praktisch die verlängerte Version. Dann viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.